Aber wow. Sieht ähnlich schön und beeindruckend aus wie im Haus der Balladen selbst. Feinlager. Sieht hier gerade eh keiner. Nehmen wir natürlich mit. Ich meine, hallo. Ich weiß nicht, was das alles sein soll, aber ich nehme es einfach mal mit. Hat bestimmt seine gewisse Daseinsberechtigung. Okay, da kann ich nicht näher ran. So, was gibt's hier? Hulalumsel, das sieht ja auch wahnsinnig geil aus. Du bist nur eine Wache, also nichts Spannendes. Wer bist du? Auch nur eine Wache? Nee, kam ich, glaube ich, ne? Ja. Okay, kann ich erstmal außen rumlaufen? Ich grüße euch, Sterbliche. Ja, danke. Es muss doch hier auch einen Grund haben, warum das hier so ist, so und gebaut wurde, wie es gebaut wurde, oder nicht? Kann nicht sein, dass ich hier einfach so in die Mitte laufen kann. Hier sind vier Brücken und. Nun gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, was ich damit jetzt anfangen soll, aber okay. Von mir aus, dann ist das eben so. Vielleicht erklärt sich das irgendwann im Laufe der Das Zeit noch ein Haus der bisschen. Zyklen existiert nicht mehr. Wie kann das sein? Ja, alle sind so ein bisschen besorgt, ne? Wow, Alter, das sieht so unglaublich schön aus. Also ich bin wirklich, wirklich beeindruckt und das ist auch kein Witz oder so. Das ist wirklich mein Ernst. Okay, hier können wir offenbar immer Wasser holen. Okay. Sehr Ja. schön. Ne, mit dir will ich gar nicht reden. Ich möchte jetzt hier wieder runter. In die Gärten. Möchte dann allerdings auch hier einmal hoch. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Das geht natürlich nicht. Der Brunnen, ja. Wow, alter Schwede. Der Brunnen ist ja noch mal geiler als der, den wir vorher schon gesehen haben. Wie unglaublich schön die das gemacht haben. Mit einer enormen Liebe, ne? Schon in der Tat sehr beeindruckend. Kann man nicht anders sagen. Also für mich persönlich ist es beeindruckend. Mag auch Leute geben, denen das total egal ist und die das vielleicht überhaupt nicht so spektakulär finden, aber mir gefällt das wirklich unheimlich gut. Das ist mit so viel Liebe gemacht. Dieser Detailreichtum ist einfach mal wahnsinnig schön. Also ich bin beeindruckt, überwältigt und freue mich sehr, so ein Was Kunstwerk ist denn bestaunen zu los? dürfen. Nix ist los. Ich möchte mich einfach nur umgucken. Darf ich das nicht? Seid gegrüßt. Kann ich also nicht. Ich habe den passenden Schlüssel nicht. Den kriegen wir bestimmt erst von Titarion. Mit dem müssen wir garantiert auch nochmal quatschen. Also es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Ist hier noch irgendwas? Ist hier eine Truhe oder sowas? Alter, was ist denn das für ein Riesenkaktus? Ist ja mal richtig geil. Das haben wir, glaube ich, in diesem Spiel aber auch noch nicht gesehen, so extrem, oder? Also ich glaube, in die Türe gab es den einen oder anderen Kaktus, aber bei weitem nicht so riesig, oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Wir waren ja schon eine ganze Weile nicht mehr in die Türe und so. Genau erinnere ich mich auch nicht mehr dran im Detail, muss ich offen gestehen. Tut mich sorry, aber ist so. So, gehen wir mal wieder runter. Zu den Gärten und werden jetzt nur ein bisschen weiter gucken. So, hier vorne scheine ich noch irgendwo einmal Wasser holen zu können. Hier unten, hier unten, hier unten. Da. Aber dann war es tatsächlich richtig von mir, erstmal dieses Konstrukt da in Ruhe zu lassen. Wow, es ist hier so unglaublich hübsch. Ja, Hallo. ich fühle mich tatsächlich sehr, sehr wohl hier in Ysa. Ysa ist wirklich beeindruckend. Achso, das hier war. Nein, da möchte ich nicht hin. Nö, 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 nö. Nicht jetzt. Aber es muss doch irgendwo noch einen geilen Händler geben, oder? Oder ist das hier eine Stadt, wo es keinen Rucksack gibt? Das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, weil Ysa ist jetzt ja auch nicht gerade Passt auf klein. euch auf. Oh, da ist jemand besorgt um mich. Ist ja knuffig ein bisschen, oder? Finde ich schon goldig so. Wo kommen wir hier jetzt nochmal hin? Zum Brunnen. Ja. Hier ist aber nichts. Also bin ich jetzt hier ganz umsonst lang gelaufen. Das ist schön. Freue ich mich. Habe ich das falsch gedeutet in der Map? Aber man sieht halt immer nur so ein Teil, ne? Flechtwerk.
Ne, auch hier nicht. Wo zur Hölle soll ich denn jetzt lang? Das müssen wir uns gleich mal auf Karte genau angucken. Was ist denn hier los? Hier sind so viele Schreine? Warum das denn? Also ich muss hier drum rum. In den Siede soll ich noch. Ich muss hier quasi einmal außen rumlaufen jetzt. Okay. Das kriegen wir hin, hoffe ich. Jetzt ist hier noch ein anderes Licht. Ey, Wahnsinn, wie unglaublich geil das hier aussieht. Ey, es ist so schön. Hier war ich auch offensichtlich noch nicht. Wow. Einfach nur wow. Das sieht aber auch schon sehr beeindruckend aus. Und hier hinten möchte auch noch jemand eine Quest loswerden. Hier sieht es auch so nach Markt aus ein bisschen. Ich möchte jetzt aber erstmal hier hin. Wahnsinn. Hier ist ja echt eine Menge los, dann wie es aussieht. Geil, da habe ich ja eine ganze Menge mehr anzuschauen. Freue ich mich drüber. Kann ich mich hier nur länger aufhalten. Muhaha. Muhaha. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Nachthöhle. Okay. Macht kehrt, Sterbliche. Die Nachthöhle ist allein für die Ruchlosen bestimmt. Euch wird kein Zugang gewährt. Alter, seine Augen. Krass, oder? Gärten von Ysa. Es ist für Sterbliche ein großes Privileg, unsere ehrwürdigste Heimstatt betreten zu dürfen. Versucht bitte, euren sterblichen Impulsen zu widerstehen und euch nicht gegenseitig umzubringen. Ich hätte direkt erstmal pauschalisiert, ne? Aber die werden wahrscheinlich auch eine ganze Menge Scheiße mitgemacht haben, sodass er diese Ängste einfach aus Erfahrungswerten generiert. Nachthöhle. Sie ist der Ort, an den jene ohne Ehre und Reue geschickt werden, um über ihre Verbrechen nachzudenken. Muss ich betonen, dass die meisten Insassen der Nachthöhle Sterbliche sind? Sie erhalten etwas Zeit, um sich zu besinnen. Und wenn sie soweit sind, dürfen sie die Bestien der Höhle herausfordern, um wieder zu uns an die Oberfläche zurückzukehren. Okay, sehr interessantes Prinzip. Und du? Meine eigene Erzählung hat mich hierher in die Gärten von Ysa geführt, um sie zu bewachen und zu pflegen. Ich werde sie vor jeglicher Gefahr beschützen, einschließlich euch. Ich habe nicht vor, dir was zu tun. Haltet euch von der Nachthöhle fern, Staubling. Na, mal gucken. Eines Tages werden wir da bestimmt noch rein müssen. Askas Schmalgasse? Wer bist du? Bist du irgendein Bürger? Wow, alter Schwede, was geht denn hier jetzt noch ab? Okay. Was haben wir hier? Botschaftshalle. Gehen wir erstmal hier rein. Bevor wir das Ganze weitermachen. Erst wieder der Herold. Ja, kennt man ja schon. Hier möchte noch jemand auch eine Quest loswerden. Alter Schwede. Okay, da geht's dann auch noch weiter. Das ist alles so weitläufig. Das ist immer alles so relativ kreisförmig angesiedelt hier. Wer bist du denn? Es tut mir leid, aber jemand meines Ranges hat zahlreiche Verpflichtungen. Bitte entschuldigt mich. Mit dir soll ich jetzt also noch gar nicht reden. Aber die scheint relativ bald für mich wichtig zu werden. Zumindest dieses Symbol, was ich da unten gerade gesehen habe. Da schließe ich darauf, dass wir mit ihr eines Tages kommunizieren müssen. Wir plündern das mal. Oder auch nicht, eh nur scheiße. Willkommen in der Botschaft, junger Mann. Ich bin Scholarin Ikop vom Domus Politica. Was führt euch in meine Kammer? Botschaftshalle. Ich mag die anderen Völker hier nicht, falls das der Sinn eurer Frage war. Die Varani sind grob und brutal. Und die Alpha sind raffiniert und hinterhältig. Die Almainen, nun, um ehrlich zu sein, hinterlassen sie kaum einen Eindruck. Aber ich vergebe ihnen ihre Sanftheit. Sie sind ja noch so jung. Feier! Eine Allianz mit dem Hof des Sommers brächte viele Vorteile mit sich. Obgleich ich ungern mit den Feinden direkt zusammenarbeite. Sie sind zu festgefahren, zu unbeweglich. Sie haben sich schon weiterentwickelt und verändert. Die Tuatha selbst sind eine neue Art von Kreatur. Eine faszinierende Mischung, die untersucht werden sollte. Gnome in Ysa. Wir haben ein besonderes Interesse an den Feinden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nur so viel. Ihre angebliche Unsterblichkeit ist für alle Sterblichen ein Problem. Die Scholaren in Adessa sind stark daran interessiert, das Vertrauen und die Kooperation von Hochkönig Titarion zu gewinnen.
Man kann so viel von ihm lernen. Glaube ich. Erzähl mir auch ein bisschen was über ihn, bitte. Eine gedankenlose Kreatur. Bei meiner Audienz hat der König meinen Namen nicht nur einmal, sondern zweimal vergessen. Das ist beleidigend. Aber hat er es bemerkt? Natürlich nicht. Meinst du, wie viele da irgendwie ständig mit ihm reden wollen? Wie soll er sich da alles merken, ey? Schularin. Ich habe eine lange Karriere als Botschafterin beim Domus Politica und als Buchhalterin im Schatzamt hinter mir. Aber die eigentliche Arbeit wird hier draußen gemacht, in der weiten Welt. Tuata. Wir finden sie überaus faszinierend. Ihren Ehrgeiz, ihre Magie und ihre Missachtung der natürlichen Ordnung. Von solchen Kreaturen könnte man viel lernen. Die ist schon ein bisschen unheimlich, so, ne? Titel kaufen? Politite kaufen? Wollelose kaufen? Natürlich. Es handelt sich um einen einfachen Dienst, den zu leisten ich imstande bin. Vielleicht werdet ihr mit etwas Zeit und Mühe eines Tages hier bei uns in der Botschaft residieren. Gott. Das möchte ich erstmal gar nicht. Jeder muss über seine Entscheidung nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß ja jetzt auch nicht, gehabt euch wohl, was ich damit eventuell anrichten könnte, wenn ich mir jetzt hier sowas holen würde. Wenn ich jetzt sagen würde, so, ich möchte jetzt bitte den und den Titel haben. Nicht, dass ich mir damit nachher irgendwelche Sachen verbaue. Nur weil ich mich jetzt irgendwie Arschloch von Poritz nenne, ja? Nur mal so als, Lua, ne? Varani. Das heißt, du magst mich nicht, oder was? Da hinten ist ein Feinlager. Dann gucke ich mir erstmal das an, bevor ich mir deine nicht existenten Worte wahrscheinlich anhöre. Ist aber auch nicht doll hier, ne? Du so? Botschafterin? Habt ihr geschäftlich mit den Varani zu tun? Nö. Botschaftshalle. Ich finde keine Freude an dieser Stellung. Reden statt zu kämpfen. Über den Feind diskutieren, statt sich ihm zu stellen. Aber ich habe eine Aufgabe. Und die werde ich erfüllen. Hof des Sommers. Sie verdienen den Atem nicht, den ich auf sie verschwende. Es gibt mächtige Krieger in ihren Rängen. Aber als Gruppe haben sie einfach kein gemeinsames Rückgrat. Sie haben keinen Grund zu kämpfen. Na, besonders freundlich war auch die nicht. Was wollt ihr? Mit dir reden? Das nenne ich mutig. Dies ist der Varani-Flügel der Botschaft. Und nur wenige wagen sich her, ohne gerufen worden zu sein. Ich bin Botschafter Otwa, der, der die Wasser mit Blut anfüllt. Das ist aber schön. Wissen wir auch schon alles. Wer bist du? Ich bin Ima Otwa. Ich habe meinem Volk 40 Jahre lang gedient. Im Krieg ebenso wie im Frieden. Jetzt diene ich hier in den Gärten. Hier werden die wichtigsten Schlachten geschlagen. Die Schlachten des Willens. Botschaftshalle. Ich bin gerne so nah bei denen, gegen die ich antrete. Darum geht es doch, oder nicht? Ein Konflikt, bei dem wir darum ringen, wem die Feien ihr Ohr leihen. Wie immer werden die Varani triumphieren. Das wird sich noch rausstellen, schätze ich. Fallobstviertel. Ich habe schon an weniger gastfreundlichen Orten gelebt. Die Feien mögen nicht begreifen, was es heißt, sterblich zu sein. Aber sie haben ein Gefühl für Schönheit. Das stimmt. Varani in Ysa. Der Hochkönig weiß, weshalb wir hier sind. Und dennoch unternimmt er nichts. Unsere Leute sterben durch die Tuata. Durch Feien also. Aber die Feien selbst zeigen deshalb keinerlei Reue. Titarion und der Hof des Sommers werden unseren Zorn kennenlernen. Und sie werden uns helfen oder untergehen. Soll das eine Drohung werden? Ich möchte gar nicht wissen, was für einen Titel Überlass er verkaufen mich würde. Meinen Geschäften. Naja, ganz unruhig. Chill halt mal ein bisschen. So. Auf zum nächsten hier. Was geht hier so ab? Wer bist du? Hallo, ich bin Botschafter Kulda von den Almain. Wir mögen neu hier sein, aber wir sind in die Belange der Feien und in den Krieg genauso eingebunden wie die anderen. Okay, Almain in Ysa. Es ist ganz einfach eine Ehre, hier zu sein. Wir Almain erfüllen unseren Teil für den Krieg. Aber auch abseits des Schlachtfelds müssen mannigfaltige Beziehungen geschmiedet werden. Und du? Wie die meisten der meinen, komme ich aus bescheidenen Verhältnissen. Meine Eltern waren beide Fallensteller am Schlangenschluchtfluss und versorgten vor den schweren Zeiten einen Großteil des Dorfes Weißfels.
Ah, da war ich schon. Ja, es ist ziemlich trist da. Botschaftshalle. Trotz meiner Stellung als leitender Botschafter am Hof des Sommers bin ich ein Außenstehender. Zwischen einigen der Völker herrscht böses Blut. Mit dem Ergebnis, dass ich meinen eigenen Kurs verfolge. Ja, dann mach das so. Böses Blut. Ich will nicht schlecht über andere Diplomaten sprechen, aber die Botschafter Kane und Brenner von den Alpha und den Varani schmieden Ränke gegeneinander, als ob wir noch mehr Täuschung bräuchten. Tja, auch hier möchte ich erstmal keinen Titel mir zulegen. Ich möchte hier erstmal gucken, plündern. Oh, nehme ich natürlich. Was haben wir hier? Oh, alles nur so ein Rotz, den ich nicht brauche. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es Rotz ist, aber ich kann damit in diesem Augenblick irgendwie gar nichts anfangen. Und bist du? Bürger. Und hier kam ich, okay, das heißt also... Wegen des Friedensedikts. Ja, doch, ich habe auch nicht vor, meine Waffe zu zücken, Mensch. Dann müssen wir tun, was getan werden muss. Vielleicht müssen wir endlich unseren Stolz hinunterschlucken und zum Schwert greifen. Still, wir dürfen das nicht so offen besprechen. Ihr müsst der Bote sein, den Titarion erwartet. Vertraut mir, wir haben alle genug davon gehört. Iran kann seine große Klappe nicht halten. Ich bin Mytani Keen, Dokalfa-Botschafterin am Hof des Sommers. Verzeiht mir, mein Amt ist nicht immer einfach. Jo, bist eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich mit dem kleinen Gnümchen da sprechen würde, aber okay, egal. Dann erzählen wir beide erstmal eine Runde und... Ja, gib mir ein paar Infos zum Fallobstviertel, bitte. Hier verstecken uns die Feinde, damit uns niemand sieht. Früher hat mich das beleidigt. Aber heute bin ich darüber hinweg. Ich möchte nicht in ihrer Nähe leben. Sie sind seltsam, diese Feinde. Ja, aber jeder ist irgendwie seltsam auf seine Weise. Flechtwerk. Nicht jeder ist da oben willkommen. Die Adligen vom Hof des Sommers verbringen dort ihre Zeit und schwelgen in vergangenem Ruhm. Ich würde nicht hingehen. Tja, musst du ja auch nicht, ne? Wirst ja auch nicht gezwungen, schätze ich mal. Gärten von Ysa. Ysa ist in Ordnung und die Feinde sind erträglich. Aber viele glauben, dass sie mehr für die Unterstützung des Krieges tun sollten. Es ist unrecht, in Frieden zu leben, während der Rest der Welt in Flammen steht. Das war auch ein bisschen dramatisch und theatralisch ausgedrückt, oder? Oh, König Titarion. Ich habe ihn mehrere Male getroffen. Ich gebe zu, er strahlt eine gewisse Präsenz aus. Aber Charisma interessiert mich nicht. Mir geht es um Führungsqualitäten. Kann ich noch nicht beurteilen, ich kenne ihn selber noch nicht. Hof des Sommers. Sie bilden einen Rat adliger Feinde, der den Hochkönig in politischen Fragen berät, obwohl sie nicht einmal verstehen, worum es dabei geht. Für sie ist Politik nur ein Spiel. Nun, mehr Spiel als üblich. Ihr versteht schon, was ich meine. Immer doch. Und warum ist es so schwer, deine Position da zu haben? Irgendwas wird bald geschehen und wir müssen es verhindern. Aber das ist alles, was ich sagen kann. Dies ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Wenn ihr meine Geschichte hören wollt, kommt nach Einbruch der Dunkelheit zum Kultkreis am Tor. Ich werde dort auf euch warten. Erzählt mir, was los ist. Nicht hier. Wir treffen uns wann und wo ich es euch gesagt habe. Lebt wohl. Okay, wer bist du? Kann mit dem Kleinen hier nicht sprechen? Nee, offenbar nicht. Aber sie ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich ihr über den Weg trauen kann. Aber das werden wir bestimmt auch noch eines Tages herausfinden. Jetzt aber nicht. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Hier ist ja doch auch einiges, wie es aussieht. Da hinten ist noch eine Quest. Ich gehe erstmal hier jetzt auch weiter, das interessiert mich. Kann man mit dir sprechen? Du bist nur ein Bürger. Du bist auch nur ein Bürger, also nichts Spannendes wirklich. Du hast noch eine Quest für mich. Bist du jemand Wichtiges? Vertraut niemandem. Na, stimmt schon. Sollte man immer vorsichtig mit sein, wem man sein Vertrauen schenkt. Wer bist du? Was willst du? Ich hoffe, ihr seid wegen des Auftrags hier. Die Nachfrage ist größer als je zuvor. Ich bin einfach viel zu beschäftigt, um mich noch um etwas anderes kümmern zu können. Moment erstmal. Erstmal möchte ich wissen, wer du bist. Stell dich doch mal bitte vor. Sicher, sicher. Ihr wollt mehr über mich wissen? Das ist verständlich. Ihr wollt wissen, mit wem ihr eine Geschäftsbeziehung eingeht. Das ist klug. Sehr klug sogar. Meine Mutter war Händlerin in Rathier und ich habe das Geschäft von ihr gelernt.
Die Lehrstelle bei Gwenna Hunt habe ich vor allem deshalb angenommen, um nach Ysa zu kommen. Nun bin ich auf mich allein gestellt. Ja, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Fall aufs Viertel. Denkt ihr, ich bin gern in diesem Käfig gefangen? Von wegen. Und das, nachdem wir in diesem Krieg so viel für sie getan haben. Undankbare Geschöpfe. Das ist immer noch angenehmer als in Odessa, glaube ich. Gewinner Hand. Sie ist die Leiterin der Delegation der Händlervereinigung am Ende der Straße. Wir sind nun schon seit Jahren befreundet. Gwenna ist ein guter Mensch und sehr ehrlich. Hm, ist doch schön. Delegation der Händlervereinigung. Nicht jeder darf die geheime Stadt der Feien betreten. Oh nein. Ihr braucht die Empfehlung eines Botschafters und eine schriftliche Erlaubnis. Und damit nehmt ihr erst an der Lotterie teil. Die Mitglieder der Händlervereinigung hatten Glück. Aber sobald man weiß, wie viel Gold sie in Ysa tatsächlich verdienen, besteht kein Grund mehr zum Neid. Okay, auch nicht schlecht. Er ist ja relativ offen gerade. Gärten von Ysa. Es ist sicher, so viel steht fest. Zumindest im Moment. Ich verstehe die Feien nicht so recht, aber sie wissen, wie man in einer Stadt für Ruhe sorgt. Hof des Sommers. Was ich über die Feienpolitik weiß? Ich wusste nicht mal, dass sie eine Stadt haben, bis Gwen und ich hineingelassen wurden. Ich weiß nur, dass es hier dank des Krieges viele Möglichkeiten gibt. Und Kristallkrieg? Ich kann den Krieg in einem Wort zusammenfassen. Irrsinn. Er ist Irrsinn. Ihr werdet schon sehen. Alle werden es sehen. Was auch immer ich darunter jetzt verstehen soll, aber okay. Was macht ihr denn? Ich mache ein Vermögen. Diese Besucher kommen hier mit obszönen Mengen an Gold oder Schätzen an. Und sie haben nichts dagegen, sich davon zu trennen. Mein Plan war brillant. Ich habe eine Klinge erschaffen. Eine Feinklinge natürlich, die sie glaubhaft wirken lässt. Etwas, das jeder von ihnen braucht. Zumindest ist das alles, was sie interessiert. Feinandenken. Ich habe sie das Ehrenmesser genannt. Um die Wahrheit zu sagen, es ist stumpf wie ein Stecken. Dafür aber leicht herzustellen. Hört zu. Wenn ihr die Werkstoffe findet und diese Dinger herstellt, bezahle ich euch gutes Geld dafür. Okay, ich könnte Gold gebrauchen. Fabelhaft, einfach fabelhaft. Ihr erkennt ein gutes Geschäft, wenn ihr es seht. Es gibt in Ysa nicht besonders viele Leute wie euch. Und die Feien verwenden nicht einmal Geld. Könnt ihr euch das vorstellen? Sobald ihr ein paar Ehrenmesser geschmiedet habt, bringt sie zu mir. Und ich werde euch dann angemessen entlohnen. Das ist wieder so eine Endlos-Quest? Wo finde ich Werkstoffe? Es müsste in der Stadt reichlich Werkstoffe geben. Für Kreaturen ohne jedes Interesse an Besitz sind sie ziemlich gut darin, gewaltige Mengen an Plunder anzusammeln. Okay. Halte die Augen nach Werkstoffen offen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das auch wieder eine Endlos-Quest ist. Das ist wieder so ein typisches Ding irgendwie. Das gibt es auch ganz oft in diesem Spiel, oder? Oder täuscht es? Ich weiß nicht. Und gehen wir hier nochmal rein, direkt in diese geile Delegation. Oh, er ist schon wieder der Herold hier. Gif mal hier, was da drin? Plündernfeinlager. Nehmen wir natürlich alles mit. Ein Chemielabor, nö. Oh, ich habe immer so das Bedürfnis, das alles kaputt zu hauen, aber ich... Hallöchen. Will nicht riskieren, dass da irgendwie Stress, dass es da Stress gibt. Hm. Kann ich alles verhökern, aber naja. Hier sieht's natürlich jeder, ist klar. Braucht ihr etwas? Ich habe das beste Angebot in ganz Ysa. Dann bist du für mich gleich sehr interessant. Mhm. Und du bist, glaube ich, auch ganz interessant. Behilflich sein. Gut, dann fangen wir mit dir mal an. Ihr habt mich jetzt lange genug beobachtet. Was ist denn? Habe ich euch in einem anderen Leben etwas angetan, Bruder? Bruder? Bitte? Oh, Schmiedekunst. Jojo, Ausbildung. Hier sein. Sehr gut. Hallo, ich möchte mit dir reden. Leg dich gefälligst nicht hin. Untätige Hände können Ärger bringen. Und der beste Weg, beschäftigt zu bleiben, besteht darin, einen nützlichen Beruf zu erlernen. Ja, ich habe ja jetzt schon eine Ausbildung bei dir gemacht. So, Fallobstviertel. Ein Ort wie jeder andere, würde ich sagen. Aber nach einer Weile wird man erkannt und für jemanden wie mich ist das ein Problem. Ich bleibe lieber anonym. Außerdem, das kenne ich. Gibt es einen besseren Ort, um sich vor diesem ekelhaften Krieg zu verstecken? Die einzigen Waffen in einem Garten sind scharfkantige Grashalme. Ja, Friedensedikt.
Die Feinde sollen ruhig versuchen, mich am Waffentragen in der Stadt zu hindern. Waffen sind mein Geschäft, mein einziges Fachgebiet. Man verlangt ja auch nicht von einem Huhn, das Eierlegen einzustellen. Ist was dran, Gärten von Ysa. Ich bleibe ungern länger an einem Ort. Das Fallobstviertel schien mir gute Möglichkeiten zu bieten und ein noch besseres Versteck zu sein. Ich kann nicht sagen, dass das Friedensedikt dem Geschäft schadet. Aber es ist nicht gerade einfach, jemanden zum Schmied auszubilden, wenn es nirgends Waffen gibt. Das glaube ich allerdings. Und wer bist du so? Was ihr zweifellos gehört habt, entspricht der Wahrheit. Ich bin der Holte Fren, der den Bolgan-Fluch der Kelet-Küste und viele andere legendäre Stücke geschmiedet hat. Ich verbrachte meine Jugend als Söldner, habe dieses Leben aber hinter mir gelassen. Leider haben meine Feinde ein sehr gutes Gedächtnis und sind weitaus nachtragender als ich. Das ist schlecht. Kristallkrieg. Ich habe kein Interesse an diesem Krieg zwischen Sterblichen und Todlosen. Er ist eine Verschwendung von Leben und ich habe meine eigenen Schlachten zu schlagen. Hat, glaube ich, jeder. Ja, das da oben machen wir auch gleich und erstmal Schmiedekunst. Wenn es euch das Gold wert ist, kann ich euch beibringen, was ich weiß. In diesem ramponierten alten Schädel ruht das Wissen eines ganzen Lebens und obendrein auch einige Geschichten. Das ist schön. So, jetzt. Küste. Es ist ein altes Alpha-Königreich jenseits des Meeres in den dichten Sümpfen von Klurikon. Ich habe den dortigen Hochlords einmal geholfen, ein Problem mit einem Bolgan zu lösen. Okay. Ich werde hier sein. Das ist schön. Hier haben wir noch ein Lager. Was haben wir hier so? Auch nur so ein Zeug. Okay. Okay. Ist hier noch irgendwas in diesem... Oh, was haben wir hier nochmal? Was ist das? Edelweiß. Genau. Dort war jetzt nicht weiter was. Hier ist niemand außer uns rechtschaffenen Bürgern. So, kommt erzähl mal. Hier rüber. Wir in Ysa lehnen Fremde nicht ab. In dieser Stadt gehört jeder zur Familie. Wenn ihr das Friedensedikt umgehen wollt, müsst ihr eure Stimme dämpfen. Ach... Erstmal einkaufen, gucken. Langbogen. Nö, das ist alles nicht so spannend. Verbessere eine Schnur, bla bla bla. Ist so nichts Gutes? Reparaturkits. Ay, toll. Nee. Das Einzige, was wir machen könnten, ist Plunder verkaufen. Ja, das können wir wohl machen, aber sonst... Okay, die Kais. Die Docks in Rathir sind ein wunderbarer Ort, wenn man sich die Kehle durchschneiden lassen oder eine schlimme Krankheit einfangen möchte. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal dorthin reist. Ach so, auch sehr positiv eingestellt, war. Fallobstviertel. Es sind nicht gerade die Kais von Rathir. Es ist doch nicht das Hospitalisquartier von Adessa. Aber das Fallobstviertel hat schon seinen Charme. Wenn ihr wisst, was ich meine, solltet ihr mich einmal besuchen. Okay, Friedensedikt. Naja, eigentlich sollten wir in Ysa Waffen weder tragen noch verkaufen. Aber ich habe ein paar Schlupflöcher gefunden. Ihr anscheinend auch. Wenn ihr auf dem Markt etwas Tödliches sucht, bin ich euer Mann. Aber erwähnt das nicht vor einem Feind. Die haben statt eines Hirns Knospen. Man sollte aufpassen, was man so sagt, weil die sind ja doch tatsächlich einige meiner Nähe, ne? Man weiß ja nie, ob es irgendwie auch einen Spion gibt oder so. Gärten von Ysa. Es ist besser als das Kellerloch, das noch vor 2 Monaten mein Zuhause war. Ihr könnt mir glauben, die Feinde mögen mürrisch sein. Aber sie sind um Längen besser als Riesenratten. Hospitalesquartier. Ihr wisst schon, diese Gegend in der Gnomenstadt Adessa, wo die Armen leben. Haha, dort ist es immer sehr lustig. Echt, ich hab's da eher als eine ziemlich traurige Gegend empfunden. Und du? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich hörte das Kriegshorn der Rekrutierer und schnürte mein Bündel. Dann habe ich mich bei Nacht und Nebel fortgeschlichen. Und ich bin stolz darauf. Was nützt ein Kampf, wenn die Tuata nicht sterben? Außerdem bin ich Geschäftsmann. Ich beschaffte mir einen Passierschein nach Ysa und der Rest bestand aus Wasserfällen und Spaziergängen am Fluss. Okay. Dann auf bald. Ja. Ich hoffe mal, die hat jetzt endlich mal was die Geiles im Angebot. Falls ihr eine Rüstung erstehen wollt, bin ich die Einzige im Fallobstviertel, die zum Verkauf berechtigt ist. Ich bin Gwenna Hunt, aber meine Kunden nennen mich Gwen. Ich habe wegen des Friedensedikts nicht viele Waffen anzubieten. Aber eine kleine Auswahl ist doch vorhanden. Seht sie euch an. Na, da bin ich mal gespannt gleich.
Erzähl mir was über Britt. Er ist ein guter Freund aus früheren Tagen. Er war mein Schüler, ist mittlerweile aber selbstständig und verkauft draußen auf dem Platz authentische rituelle Feinklingen. Fallobstviertel. Wir halten uns die Fein, damit wir ihre hübsche Stadt nicht verunstalten. Ich kann es ihnen nicht mal verdenken. Wir Sterblichen sind ein ungehobelter und hässlicher Haufen. Na, aber nicht alle. Komm, jetzt sei mal nicht so hart zu uns hier, ja? Friedensedikt. Die Feien hatten keine Gesetze, jedenfalls keine offiziellen, bis wir eintrafen. Jetzt bestehen sie darauf, dass alle, die in Ysa leben, Frieden halten müssen. Keine Waffen. Ihr seid offensichtlich eine der wenigen Ausnahmen. Lasst mich raten. Botschafter? Scholia Arcana? Könnte alles Mögliche sein. Tja, was auch immer. Hauptsache, ich darf, ne? Und du? Mein Zwillingsbruder und ich wollten der Armee beitreten, um für die Alpha zu kämpfen, als mich Panik überkam. Ich konnte es nicht. Ich bin keine Kämpferin. Stattdessen kam ich nach Ysa. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich weggelaufen bin. Aber ich bin hier viel nützlicher. Als eine Art inoffizielle Botschafterin. Nicht jeder ist fürs Kämpfen gemacht. Das stimmt. Aber sie hat auch ein echt hübsches Gesicht, finde ich, oder? Findet ihr nicht? So, Gärtin von Ysa. Das Leben hier ist nicht gut fürs Geschäft, das ist ganz klar. Ich sehe dieselben Gesichter 20 Mal am Tag. Aber es ist eine Ehre, dass Britt und ich hier sein können. Nur damit ihr das richtig versteht. Das habe ich schon verstanden. Kristallklick. Die Tuata haben ihre Angriffe gegen Melsenshir, die Bastion im Osten, verstärkt. Das sind natürlich nur Gerüchte. Ich bete, dass sie nicht wahr sind. Kann ich verstehen. Einkaufen. Vergleichen? Leider ist meine doch noch ein Zacken geiler als das, was du hier anzubieten hast. Ne, meint es auch besser. Sorry. Beinpanzer? Das meint es auch wesentlich besser. Helm. Ist alles nicht so der Mega-Burner hier, ne? Also das... Konsumgut, ja, kannst du behalten. Dietriche, ja, Dietriche kaufe ich mir ein paar. Aber doll ist das Angebot hier nirgends, ne? Also irgendwie... Na gut, dass ich jetzt hier keine Mega-Waffen irgendwie finde, das war mir schon klar, aber... Kommt bald wieder. Ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass hier irgendwer einen Rucksack verkauft. Oder habe ich die Person bloß einfach noch nicht gefunden? Weil so klein ist Ysa ja nur auch wieder nicht. Zumindest scheint es relativ groß zu sein. Oder habe ich das jetzt missverstanden? Also warte mal, ich habe ja glaube ich auch schon ein bisschen was gefunden, ne? Sieht nicht so aus, als hättet ihr Glück gehabt. Schmiedet mir ein Ehrenmesser und ich werde mein Bestes geben, damit es sich für euch lohnt. Haltet die Augen nach Werkstoffen. Ach so. Ja, Werkstoffe habe ich glaube ich schon, aber ich habe es halt noch nicht geschmiedet, ne? Da liegt wahrscheinlich das Problem gerade. Ich möchte eigentlich gerne... Wow, hier sieht das wieder mega geil aus. So ein bisschen dunkel. Schön. Hier hoch möchte ich. Also hier rüber. Hallo. Oh. Ich bete lieber nachts, wenn es friedlich ist. Mach doch. Wow, was geht denn hier? Oh mein Gott, wer bist du denn? Ach, die Alte. Ja, ne, mit der möchte ich jetzt gar nicht. Gut. Haben wir jetzt in Ysa alles schon abgeklappert? Siede? Ne, hier haben wir noch einen. Nachthöhle. Ysa Ehrenmesser. Flechtwerk, Brunnen. Gemmenschleifer, Halle der Audienzen. Händler. Engar. Tja, keine Ahnung, ne? Versuchen wir hier mal hinzukommen jetzt. Okay. Es wundert mich, dass es hier keine Rucksäcke gibt. Oder einen Rucksack, wirklich. Weil Adessa war auch so in dieser Größenordnung, circa, also stadtmäßig jetzt. Also da kann man doch eigentlich schon davon ausgehen, dass es... Wow. Dass es hier sowas auch gibt, oder nicht? Ich bete lieber nachts, wenn es friedlich ist. Okay. Nicht so schüchtern. Ich bin nicht schüchtern, keine Angst. Ich bin nur etwas
nennen wir es verwirrt? Ich glaube, Verwirrung trifft es ganz gut, ja. Aber es ist schön, wenn sie gute Laune haben. Freut mich. Scheint es ihnen so weiter ganz gut zu gehen. Oh, es ist echt so super hübsch hier. So, wartet mal. Wo ist jetzt hier noch jemand hier? Ah, hier scheint es aber auch noch einen Laden zu geben. Vielleicht ist hier ja. Genau. Hier gibt es auch noch eine Quest anzunehmen. Was ist denn das hier hinten? Blutwurz kennen wir schon. Was bist du? Sativa-Fasern. Achso, ich erkenne diese Pflanze immer irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Naja, mit dir können wir auch noch quatschen, aber halt nicht jetzt. Er macht Musik. Mit ihmchen, da müssen wir reden. Du verkaufst aber nichts, wie es aussieht. Ne. Ihr seht aus wie jemand, der eine gute Partie Hex zu schätzen weiß. Wir Sterblichen brauchen hier in Ysa etwas, das uns allein gehört. Warum sollte das nicht ein Spielchen sein? Wenn ihr die Regeln nicht kennt, bringe ich sie euch bei. Ja, können wir mal gucken. Aber erstmal, wer bist du? Weshalb wollt ihr etwas über mich erfahren? Ist das eine Art Feienverhör? Behaltet eure Neugier besser für euch. Sorry, ich war nur darin interessiert, wer du so bist und was du so machst. Gärten von Ysa. Die Leute hier haben Gold. Mehr brauche ich nicht. Mir ist egal, wo ich bin, solange man dort zahlungswillig ist. Okay. Hex. Hier in der Stadt der Feien gibt's nicht viel Abwechslung. Aber bei mir könnt ihr eure Taschen erleichtern und sogar Spaß dabei haben. War ein Scherz. Ihr seht aus, als wärt ihr ein Glückskind, Fremder. Das könnte man mal irgendwie ein bisschen falsch verstehen, diese Aussage gerade, ne? Sogar Spaß dabei haben. Ja, ich weiß, man soll nicht mehr so komisch denken, aber irgendwie, naja. Hex, ich bin dabei. Mal gucken, ihr ne? Hattet diesen Blick. Hört zu. Ihr müsst euch nur diese 6 Karten hier in meiner Hand merken. Ass, 2, 3, 4, 5 und den Hex. Zuerst müsst ihr etwas setzen. Also, wie viel? Wie lauten die Regeln? Ich habe hier ein Ass, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und einen Hex. 6 Karten bunt gemischt. In der ersten Runde müsst ihr euch für gerade oder ungerade entscheiden. Tippt ihr richtig auf einen Hex oder ein Ass, gewinnt ihr den Pott und das Spiel ist aus. Andernfalls geht es weiter mit Hand Nummer 2. Hand Nummer 2. Ich ziehe wieder eine Karte. Ihr müsst raten, ob sie höher oder niedriger ist als die erste. Liegt ihr richtig, gewinnt ihr. Ganz einfach. Oh nö, danke, lass mal. Ach, oh, egal. Ich werde euch vermissen. Und euer Geld. Hex und ich werden da sein, wenn ihr uns mal wieder besuchen wollt. Ihr nee, kommt danke. Wieder. Das wollen wir erstmal sehen, ne? So, mit wem kann ich hier Geschäfte machen? Mit dir nicht? Ja. Mit dir auch nicht, mit dir. Hey da, Schätzchen. Das hier ist Askas Schmalgasse, die beste Taverne in Ysa. Es ist natürlich auch die einzige Taverne in Ysa, aber das war euch längst klar, oder? Wenn ihr neu in der Stadt seid, kann ich behilflich sein. Ich weiß alles. Über Unterheim, die Botschaft, die Scholia Arcana, was ihr wollt. Ich kenne alles. Jo, erstmal einkaufen. Was hast du? Nö. Accessoires. Expansion. Nö. Ja, Erfahrungsbonus ist natürlich schon nett, aber... Hier haben wir den Rucksack! Meine ich doch. Muss doch hier irgendwo geben, kann nicht sein. Ja, die Tücher können wir mal kaufen. Oh, sehr schön. Jetzt erzählen wir mal ein bisschen was über die Schmalgasse hier. Wir leisten einen grundlegenden Dienst. Bier aus Schank. Und wer nicht gerne trinkt, kann im Hinterzimmer immer in eine Partie Hex einsteigen. Bettrolle? Natürlich haben wir einen Schlafplatz. Da drüben auf dem Boden, aber erst nicht umsonst. Das habe ich mir auch gar nicht gedacht. Schön, na danke. Ganz wie ihr meint. Brauche ich nicht, Mädchen. Botschaftshalle. Oh, wenn ich Gewänder und Benimm hätte, ich hielte mich nur noch in der Botschaftshalle auf. Ich würde mir sogar einen Titel kaufen. Aber dieser Tage ist es ein schrecklicher Ort wegen des Krieges. Die Dokalfa und Varani haben ob ihrer Streitigkeiten fast schon die Waffen gezückt und alle flüstern nur noch. Ich bevorzuge die Delegation der Händlervereinigung. Das sind meine Leute. Okay. Von jener Delegation hätte ich ein paar Infos gerne, oder über, besser gesagt, über diese Delegation. Als Ysa sich erstmals öffnete, traten die Alpha wegen eines gemeinsamen Ladens an die Menschen heran, damit die Leute hier ihre alltäglichen Besorgungen machen konnten. Die Feien begriffen das alles natürlich überhaupt nicht. Die meisten Mitglieder der Händlervereinigung sind gute Leute, wie Wüstran und Gwenna. Aber dieser Schmiedelehrling Brit Kotgan, der reinste Blutegel. Na, lass das mal nicht Gwenna hören, du. Der Brunnen. Wie gesagt, für mich ist alles Magie. Würden die Feien behaupten, diese Stadt bezöge ihre Macht von violetten Antilopen, würde ich es vermutlich glauben. Ich bin nur ein Animiermädchen.
Anime-Mädchen, das klingt ja auch ein bisschen merkwürdig, oder? Okay, Halle der Audienzen. Olana und ihr Diener Brio haben das große Glück, alle Adligen zu treffen, die zum Hochkönig vorgelassen werden. Ein Leben voller Lords und Ladies, das wäre etwas für mich. Na, ich weiß ja nicht. Hex! Ihr wollt also euer Pech ein wenig auffrischen, was? Das dürfte mit diesem Spiel kein Problem sein. Sprecht hinten mit Kali. Nee, danke, lass mal stecken, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Lyzeum heilen. Ist das der am anderen Ende von Unterheim? Ja, ich glaube, das ist er. Ich war selbst nie dort, aber es heißt, die Feien machen dort die Wasserfälle. Die Stadt bekommt ihre Magie nämlich von dem Wasser, müsst ihr wissen. Sie nennen es die Fontäne. Oder war es Quell? Ich vergesse das immer wieder, aber es ist bestimmt ohnehin nur eine Geschichte. Und da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher, aber nun gut, du bist ja auch keine Feie, da ist es nicht so schlimm, wenn du dieses Wissen nicht hast. Olana. Ich kann nur sagen, dass ich Olana verehre. Sie ist eine der wenigen Feien, denen ich persönlich begegnet bin, und sie könnte gar nicht angenehmer sein. Außerdem ist sie sehr hübsch. Was hat ihr Äußeres jetzt mit der ganzen Geschichte zu tun? Riona Held. Also du. Die Askas haben mich aufgenommen, nachdem mein Vater im Krieg gefallen war. Das war vor fast 10 Jahren. Jetzt ist das mein Zuhause, Schätzchen. Hier findet ihr mich jeden Tag und jede Nacht. Ich bin nicht dein Schätzchen, sind wir erhackt oder was? Willst du einen Tritt ins Ohr oder was? Scholia Arcana. Oh, das ist ein finsterer Ort, nicht wahr? Selbst die Feien beeilen sich, dort unbeschadet wieder herauszukommen. Traue niemals einem Robenträger. Naja. Unterheim. Das ist das Viertel der Feien auf der anderen Seite der Stadt. Ihr findet dort die Halle der Audienzen und den Lyzeumhain. Sie haben nichts dagegen, wenn ihr Unterheim erkundet, aber ich würde davon abraten, wenn ihr euch dort nicht auskennt. Die Feien sind ziemlich schnell beleidigt. Mir nur egal. So, ade. Jo, mal gucken, nee. So, dann nehmen wir jetzt erstmal die Quest an. Was hast denn du für Sorgen, Kumpel? Wenn ihr eure Sorgen in einer Flasche ertränken wollt, seid ihr hier richtig. Ich bin Gertan Asker, der hiesige Wirt. Wenn ihr aber Siegerbräu wollt, das verkaufen wir in Askers Schmalgasse nicht. In dem Fall solltet ihr euer Glück woanders versuchen. Das tangiert mich alles nicht. Ich will erstmal hier den Rest wissen und dann will ich wissen, warum du den Scheiß nicht verkaufst. So, erzähl mir was über diese Taverne hier. Die Botschafter haben verlangt, dass Anlagen erbaut werden, wo Wesen aus Fleisch und Blut die Füße hochlegen können. Nicht, dass die Feien wüssten, was das genau bedeutet. Also traten die Almaien an meine Familie mit der Bitte heran, eine Taverne zu eröffnen. Die Schmalgasse läuft gut, aber ich bin kein Geschäftsmann. Das ist ein bisschen suboptimal, findest du nicht? Delegation der Händlervereinigung. Oh ja, Verzeihung. Die Delegation der Händlervereinigung. Das ist ein Zusammenschluss von Händlern, die eine Genehmigung zum Verkauf ihrer Waren in Ysa haben. Das weiß ich schon, aber trotzdem danke. Ich dachte, da kommt jetzt nochmal eine neue Info oder so, aber naja, ich sollte mir das Denken manchmal echt abgewöhnen. Und du? Ich würde nicht sagen, dass ich vor dem Krieg davongelaufen bin. Ich muss nur einfach nicht jede Einzelheit wissen. Es gibt andere Wege, um zu helfen. Gäste abzufüllen ist einer davon. Ja, toll. Gärten von Ysa. Ich werde die Feien ganz bestimmt nicht kritisieren. Sie nennen uns Kinder des Staubs. Wir behandeln sie wie unseresgleichen. Dabei sind sie anders als alles, was mir je begegnet ist. Diese Stadt gibt es hier schon seit Jahrtausenden. Sogar noch länger. Und sie wird noch existieren, wenn wir längst vergangen sind. Möglicherweise, ja. Siegerbräu. Eine Brauerei in der Nähe von Rathier stellt es her. Sehr klein, sehr verschwiegen. Aber sie haben ihre Nische gefunden, so viel steht fest. Günstig und stark. Kein Getränk für Genießer, die Handwerk schätzen, Tradition. Es hilft den Soldaten nur, zu vergessen, was sie durchgemacht haben. Ja, wieso verkaufst du? Gott, wieso verkauft ihr dieses Siegerbräu nicht? Es ist mittlerweile das beliebteste Getränk in Amalur. Früher war es mein Asker Starkbier, aber jeden Tag werden mehr Bestellungen storniert. Mein Bruder und ich arbeiten an einem neuen Getränk, doch es erfordert etwas Besonderes. Einen Moment. Vielleicht könnt ihr helfen. Ich würde im Gegenzug dafür sorgen, dass die Kaufleute in Ysa euch gut behandeln. Also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme, aber okay, ich bin dabei. Wir haben deshalb vor, das Lieblingsbier unserer Großmutter wieder einzuführen. Askers Neubräu.
einen Klassiker. Das Rezept enthält Borstenzungensamen. Und unter allen seltenen Zutaten ist Borstenzunge die seltenste. Für Tränke ist es unbrauchbar, aber es schmeckt großartig. Das Problem ist, dass die Feien den gesamten Vorrat an Borstenzunge kontrollieren, da es aus dem Wasser des Brunnens entsteht. Redet mit Jakasen, ihrem Apotheker. Er kann es uns sicher besorgen. Den habe ich sogar schon mal getroffen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Familienrezept. Es befindet sich seit 4 Generationen in unserer Familie. Seit den Tagen von Almer dem Tapferen. Unsere Großmutter hat uns das Rezept anvertraut. Und wir haben ein Vermögen damit verdient. Doch ich fürchte, dass ein neues Getränk uns verdrängt hat. Na, ist natürlich nicht geil, ne? Almer. König Almer? Almer der Tapfere? Der Begründer der Nation unseres Volkes? Ihr müsst schon von ihm gehört haben. Wir sind nach ihm benannt. Alter, wie guckt er denn total psycho? Wo ist Jakasin? Er verbringt seine Zeit im Lyzeumhain in Unterheim. Er ist ein seltsamer Bursche, der ständig neue Tränke braut. Lasst am besten die Finger davon. Ja, aber den haben wir schon mal getroffen. Doch, doch, beim Lyzeumhain waren wir ja auch schon mal. Okay. Auf bald. Das kriegen wir hin. Aber ja, jetzt muss ich erstmal mit dem Typen hier hinten quatschen. Wegen der Reihenfolge und so. Ach, das ist eine Tussi. Ach ja, Veneri, die Hure, ne? So wurde sie ja bezeichnet von der... Boah, wie hieß sie? Ich hab's schon wieder vergessen. Das Haus der Balladen muss euch höfische Manieren beigebracht haben. Was euch aber nicht davon abhält, andere zu stören. Was kann ich für euch tun, euer Gnaden? Habt ihr Wünsche zur Reihenfolge? Mensch, wir sind aber auch kreativ mit unseren Fragen. Ich bin nicht gehässig. Aber ich habe meine Grenzen. Ich weiß, dass ich angesichts meiner Stellung die Formation anführen sollte. Doch andere, empfindlichere Individuen werden dagegen sein. Was ihr auch tut. Lasst mich nicht hinter Feinhochmagier Gorenet gehen. Wie soll ich es nur sagen, er... mieft. Okay, er mieft. Wie geil ist das denn bitte? Ich habe jetzt echt mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Das ist ja echt erheiternd gerade. Super, großer Kreislauf. Fallobst wie ihr ist einfach ignorant oder etwa nicht. Der große Kreislauf sichert das Gleichgewicht im ewigen Konflikt zwischen Wachstum und Verfall. Jeder Feige, der vergeht, wird wiedergeboren. Solange der große Kreislauf besteht, kann unsere gemeinsame Welt sich verbessern und den Weg zur Perfektion beschreiten. Hier ist auch ganz schön unfreundlich, die Olde, wa? Gärten von Ysa. Mein Platz sind die Feinlande, die ich auf der Suche nach würdigen Herausforderungen durchstreife. Aber nicht hier, wo ich Narren zu Dingen befrage, die mich nicht interessieren. Alter, was bist du denn für ein dummer Troller, ey? Hochkönig Titarion. Wir verehren ihn in jeder Form. Dennoch umgibt ihn eine Wehmut, die ich nicht begreife. In ihm brennt kein Feuer, da ist nur dieser friedliche Teich, dessen Tiefe niemand von uns erahnen kann. Was war das denn jetzt für eine komische bildliche Sprache? Du? Wer bist du? Was willst du? Warum bist du so scheiße? Es gibt keine wichtigere Veranlagung als die Vorfreude auf die Schlacht. Entstehung und Vernichtung sind Schwestern im großen Kreislauf und beide zur Erhaltung des Gleichgewichts notwendig. Ich bin die Flamme, die den Dreck schwärzt. Der Rauch, der die Sonne verhüllt. Der verdorrende Krieg war der Zenit meines Lebens. Aber diese Zyklen sind längst vergangen. Ja, erzähl mir was zu diesem Krieg, den du gerade schon angesprochen hast, bitte. Der Hof des Sommers lehnte den sterblichen Ehrgeiz von Ohn, dem König des Hofs des Winters, ab. Also verbrannten wir ihn. Genau wie man einen sterbenden Wald aus Gnade niederbrennt. Ja, interessant. Gut, also wir haben jetzt auch mit ihr gesprochen. Bei ihr haben wir allerdings nicht die Frage noch irgendwie präzisiert, wie sie sich fühlt und so. Ja, ich werde mich jetzt erstmal generell hier wieder zurückbegeben nach Ysa an sich. Ich werde mich hier erstmal hinstellen und hier warten. Und ich würde sagen, das war erstmal sehr aufschlussreich, sehr interessant, sehr imposant, überwältigend, faszinierend, hinreißend, alles zusammen. Wir haben auch sehr, sehr viele Informationen gesammelt und wir haben zusätzlich einen neuen Rucksack bekommen. Ich freue mich riesig darüber. In der nächsten Folge werden wir dann diesen Knappen aufsuchen
und vermutlich auch mal mit Ulana sprechen. Vielleicht treffen wir auch mal auf den König Titarion. Wer weiß das schon? We will see. Ja, und vielleicht habt ihr ja Bock drauf, euch das auch mit anzugucken, bevor wir uns dann bald wieder anderen Aufgaben widmen. Bis dahin. Tschüss.